Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Valhalla auf meinem Minecraft Kanal. Ja, hi. Alter, er geht direkt voll ab. Oh Gott! Oh oh. Viking, nimm mal lieber das Zeug aus dem Trichter, damit ich das zerstört. Ich hab's zugebaut. Ach, der hat nach der Fledermaus geschossen und hat deswegen hier alles abgefangen. So dumm, Alter. Okay, Leute, ihr seht ja hier schon, wir bekämpfen heute den Mutterdrachen. Also, ich glaube, es ist ein Mutterdrache, oder? Ja, klar. Also, ja, jeder Drache, der unter der Erde ist, ist, glaube ich, ein Mutterdrache. Nee, da unten ist so viel Zeug. Hier, komm, geh mal raus hier. Nein, hier kommt die Lava von dort oben. Ich muss mich schneller hinbauen, dass die Lava wegkommt. Wo kommt die Lava? Die Lava kann löschen. Ich kann das Feuer nicht löschen, hä? Das bleibt hier auf diesem Stein. So? Keine Ahnung. Ach so, ich glaube, von Cracked Stone kann das nicht löschen, oder? Ja, ja. Der leckt. Nee, leckt er nicht. Ich kann gerade Blöcke platzieren nochmal. Ja, ich auch, aber du bewegst dich halt nicht mehr. Nichts mehr bewegt sich. Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen. Doch, ich bewege mich schon, aber der Drachen ist schon wieder weg. Bewege ich dich bei dir auch? Oder bin ich hier rumlegen? Ich bin ja nicht bei dir. Okay, oh, der Server ist gecrashed. Och nee. Deswegen das hat uns nur rausgekickt. Ich glaube, er ist nicht gecrashed. Aber ich konnte die ganze Zeit laufen und da habe ich bewegt. Ja, ja, ich auch. Konnte auch bauen. Okay, so. Bin ich ja, moin, jetzt stehe ich aber wieder hier. So. Ich glaub, dafür leckt er jetzt nicht mehr. Der Drache ist schon wieder weg. Als ob. Ah, nee. Nee, oh Gott, Achtung! Ich muss meine Spitzhacke trotzdem wiederholen. Scheiße, jetzt hab ich das mit Stein zugebaut. Scheiße, Mann. Aber warte, ich mach's hier. Ich hab's schon aufgemacht wieder. Hä? Bei mir leckt der Server so hart, Alter. Was ist das? Eigentlich Internet habe ich eigentlich gut. Ich höre den Drachen nicht mehr. Ja, ich rejoin auch ganz kurz. Bruder, wieso ist der so am Lecken? Oh! Ja, jetzt geht's wieder. Wenn einer nur drauf ist, dann geht's. Als ob der Server nicht zwei Leute durchhält. Kann ja nicht wahr sein. Ich sehe den Drachen nicht. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Also ja. Der Drachen ist halt nicht. Er ist oben über uns irgendwo. Ober uns, Alter. Digga, das Nest ist so riesig. Ja, nein, er ist an die Oberwelt gegangen. Er hat sich oben rausgegraben. Als ob. Oh, das war dumm. Ist er wirklich oben? Der will nicht sterben. Ja, guck mal, hier ist doch ein Loch. Und hier hört man ihn auch. Ja, stimmt. Ja, ja, ich sehe seine Flügel ausschlagen. Okay, dann gehen wir da hoch. Okay, Leute. Die halbe Welt gelöscht, Alter. So, stimmt. Alter, das finde ich so krass. Stimmt, da ist der zweite auch durch die Luft abgehauen. Der hat ja auch so ein Loch nach oben gebaut. Oh Gott! Oh mein Gott. Alter, erschreck mich doch nicht so. Wo ist er denn gerade? Ich höre ihn einfach nur. Ja, ich auch. Da drüben. Hä, nee, da ist doch ein blauer Drache. Ja, ah ja, doch, hier links. Da drüben. Wo ist denn da drüben? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, hier ist er. Er fliegt hier. Ja, was macht der? Alter, der ist ja riesig, ey. Nee, ist ein Feuerdrache. Wie kann man den denn hitten? Ich hab den gerade zweimal. Ich hab den gerade gehittet, aua. Er hat mich Schaden gegeben, irgendwie. Er hat mich Schaden gegeben? Ja, genau, in Deutsch. Ist der Server schon wieder abgeschmiert? Nee. Wieder nach oben. Ah, doch, okay, ja. Echt? Ich glaub schon. Er bewegt die ganze Zeit seinen Kopf so ganz komisch, Alter. Ich habe mich genau unter den jetzt gesteckt. Ich kann ihn nicht hitten. Ja, er wackelt die ganze Zeit mit dem Kopf. Ich glaube, der Server schon wieder abgeschmiert. Ich rejoin kurz. Ja. Nur gucken, was passiert. Komm ich überhaupt noch drauf? Jetzt packt er mich so und macht mich einfach weg. Jetzt ist er mich also auch gekickt. Ich glaube, der Server ist abgeschmiert, oder? Nee, er ist immer noch online, aber er hat extrem schlechte Qualität. Bei mir startet er neu. Ey, was? Nee, ich komm drauf. Kein Problem bei mir. Achso, doch, ja, ich auch. Ich höre den Sound, aber wenn ich auf Athanos gehe, steht bei mir, ist der Kreis vom Laden. Was ist das? Digga, was ist mit unserem Drachen los? Der schüttelt den Kopf so ganz komisch. Ich glaube, der ist kaputt. Ja, ich denke, der können wir nicht mehr gebrauchen. Der Server ist so kacke. Eigentlich schon, Alter. Mir zeigt es jetzt auch nicht mehr die HP und so an von ihm. Also ich kann jetzt auch nicht... Hab ich die ganze Zeit nicht gesehen. Doch, mir hat es vorhin angezeigt, aber ich kann es jetzt auch irgendwie nicht mehr sehen. Und ich bin rausgeflogen. Ja, ich auch. Alter, das ist doch so ein Scherz. Wollen wir zwar sagen, dass nur einer drauf geht? Ich gehe jetzt mal alleine drauf, ja? Ja, geh mal, okay. Das ist aber komisch, bei den anderen, die konnten ja scheinbar auch alle darum bekämpfen. Oder ja, das ist ich weiß nicht, ist irgendwie Manu drauf oder so? Jetzt stehe ich wieder hier unten. Ja, also alleine geht... Oh Gott, er schießt mich an. Ja, pass auf. Alleine geht's. Ich renne hier unten ins Wasser, weil ich brenne. Digga. Alter, jetzt ruf mir meinen Kumpel an, warte kurz. Ich sieben abschießen, ich werde so sterben einfach nur. Oh mein Gott, ich konnte mich einbauen, Alter. Nein! Hä? Ach lol, der schießt mich nach unten. Der macht mir Unterwasser-Feuerschaden. Ich habe zwei Herzen.
Join mal mit drauf. Ja, warte kurz. Telefonierst du gerade? Ja, der verfolgt mich so hart. Der will mich richtig vergewaltigen, der Drache. Oh mein Gott. Tauchen, schnell. Oh Gott, hier ist der ganze Sand weggekracht. Ich bin tot. Ja, ich bin... Nee, Digga. Weißt du, wo ich gespawnt bin, Viking? Viking? Viking! Mein Kind. Digga, mein Mod komplett verwirrt, ey. Aber egal. Ich bin gestorben. Weißt du, wo ich gespawnt bin? Bei dem anderen unterirdischen Drachennest. Oh nein. Weil da noch das Bett stand. Stimmt. Join mal auf den Server drauf und dann TP ich mich zu dir. Ich hab das Bett einfach abgebaut. Jetzt ja. Ja, stimmt, schlau. Ne, auf jeden Fall. Mein Mod wollte, dass ich dir sage, dass du besser bist als ich. Cool. Oh Gott, also das haben wir jetzt richtig gebraucht in der Aufnahme. Ja, ist so. Hab ich mir auch gedacht, Alter. Der Spaß, wir haben halt gesagt, wir gehen nächste Woche zu unserem Kollegen zum Geburtstag feiern. Wow! Oh Gott! Ich kann mich nicht löschen, Ja, ich brenn schon wieder. Ich weiß nicht, ob er hinter mir oder hinter dir ist. Ich sehe halt nicht da, das Feuer so riesig ist. Ja, ich bin gleich tot. Ja, er verfolgt mich. Er halt von mir ich bin tot. Nee, warte, jetzt ist er ja hier. Hä? Bruder, ich konnte auch nichts machen, es liegt so hart. Scheiße, ich bin zu Hause gespawnt. Ja, ich habe das Bett platziert und konnte kurz den Spawnpoint setzen, hoffentlich. Oh. Ja, ich bin hier gespawnt. Okay, warte, ich tippe mir nicht kurz. Ich zu mir, schnell. Hier brennt einfach alles, hier sind Kürbisse. Ah. Ja, ich brenne schon wieder, ich habe halt kein Wasser und alles. Die wissen, ja, das Problem ist, er tut halt die ganze Zeit Feuerschaden machen, deswegen du den auch nicht hitten kannst. Ich kann ihn aber nicht hitten. Ja, vor allem leckt der Server irgendwie. Das heißt, wir müssen den irgendwie ins Wasser kämpfen. Ist so. Wir müssen irgendwie einen Fluss finden. Dann ich brenne ja hier schon wieder. Mein Wasser ist auch irgendwie weg. Achso, ja, nice. Ich muss gleich auch kurz den Spawnpoint holen. Aber ich glaube, das Game ist schon wieder geschmiert. Ja, komm, ich kann nicht essen. Alter, was ja, ist auch das denn? Und der Drache steht hier in der Luft. Perfekt. Und ich höre auch nicht mehr auf zu brennen. Digga, was ist das? Ja, ich muss jetzt einfach warten, Alter. Mein Gott. Digga, was ist denn das? Ja, das ist das Problem. Wir können den dort oben halt nicht bekämpfen, weil der halt die ganze Zeit wieder abhaut. Nach oben. Wir können ihn nicht hitten, weil er zu hoch ist, aber wenn wir uns hochstecken, dann hittet er uns die ganze Zeit runter. Ja, ist so. Und dazu leckt der Server. Ich will die ganze Zeit verschlüsseln. Ja, bei mir auch. Ah, du bist rausgeflogen, oder wie? Ja. Das Problem ist, wir können jetzt halt auch nicht aufhören, weil wenn wir jetzt aufhören, haben wir ja den nächsten Mal. Aber das Problem ist, dass wir in dem Punkt spawnen. Ja, ist so. Ich auch. Ich höre noch wieder, ja, ich kriege auch wieder Feuerschaden. Ich auch, ja. Ich kann aber auch wieder essen. Ich krieg voll viel Feuerschaden, ich krieg den von vorne die ganze Zeit. Ja, vor allem, irgendwie geht das Löschen geht überhaupt nicht voran. Das Regenerieren, meine Herzen regenerieren nicht, Alter. Ich sterbe wahrscheinlich gleich wieder. Oh, ich hab ein halbes Herz unter Wasser gegeben. Ich auch. Ich habe ein Herz, ich habe aufgehört zu brennen. Oh mein Gott. Ich muss mich jetzt hier wegbauen, Alter. Ich drehe kurz ein bisschen und dann gehe ich zu dem Drachen, der da vorne fliegt. Er ist direkt über mir immer noch. Okay, er hat mich gefokust, ich bin hier aber am Wasser. Oh ja, aber das ist gut, wir müssen ihn wirklich im Wasser verhalten, sonst haben wir keine Chance. Er hat mich nicht gefokust. Ja, das ist nur so ein kleiner Tümpel oder so, aber... Ja, aber das ist immerhin, weil dann können wir nicht brennen. Das ist schon die halbe Miete. Fliegt er mich nicht, wenn ich mich an den Rand sneak? Ich glaube, er ist direkt über mir, immer noch. Ich glaube, der verfolgt mich einfach, weil ich höre die ganze Zeit. Ja, ich hab jetzt Schwäche bekommen. Stimmt, die habe ich aber jetzt nicht mehr. Ach Gott, Leute, was ist das für ein. Ich aber auch irgendwie nicht da. Ich muss aber irgendwie. Oh, bevor ich hier die letzte Schicht aufmache, esse ich noch kurz was. Bis ich wieder ein bisschen Leben habe. Und wo ist dein Bett? Hast du das irgendwo noch aufgestellt? Ja, das steht ja irgendwo. Egal, okay, dann muss ich kurz. Genau hier neben ihm, aber seine Hitbox ist irgendwie weg. Oh, es ist Tag. Ja, okay, ich dachte, es ist Nacht. Wo ist deine Hitbox? Ich habe, glaube ich, einen Hit. Ja, ich mache Damage. Ich sehe auch seine Anzeige oben. Okay, gut, dann suche ich kurz das Bett hier irgendwo. Oh, hier ist auch Wasser, Damage, hier ist auch ein Tümpel.
Okay. Ja, warte, ich weiß nicht, ob er immer noch auf mich gefokust ist. Alter, was macht der? Aber ich hitte halt, der dreht sich die ganze Zeit oben im Kreis, aber ich glaube, irgendwie ist der Server schon wieder am Schmieren, ne? Weil ich sehe, der würde uns schon längst angreifen wieder. Ich habe ja auch einmal gehittet. Aua, ich bekomme noch Schaden und alles. Okay, dann heißt das ist einfach nur, dass er auf dich fokust ist, aber mir. Aber er greift mich gerade nicht an, er ist irgendwie ein bisschen stuck oder so. Doch, er versucht irgendwie da runterzukommen. Nee, okay, jetzt ist er wieder am Abschmieren. Er hat noch 190 HP. Ja, ja, ich habe ihm auch die ganze Zeit Schaden gemacht, aber ich glaube... Ja, der Service wieder abschmieren, ich kann nicht mehr... Ich kann nichts mehr machen. Aber wir haben ja schon mal ein bisschen Damage gemacht. Das stimmt, immerhin. Alter, hier ist, das sieht aus wie ein Schlachtfeld, Alter. Gott. Jetzt gibt's auch. Der schüttelt schon wieder nur seinen Kopf. Hier ist auch ein... Ja, ist wirklich nicht so, okay, mich jetzt wieder gekriegt. Und wir sind rausgeflogen. Oh Gott, ich hoffe jetzt nicht, ich war, glaube ich, direkt unter ihm. Ich hoffe nicht, dass... Ich steh quasi in ihm oben. Ich habe mich hochgebaut, damit ich ihn hitten kann. Oh ja, oh ja. Oh, ich renn weg. Aber ich glaube, der Server schmiert immer noch. Ich habe ihm gerade schon 4 Crits gegeben oder so. Aber... Ja, ich höre auch gar keine, Sounds. Ich habe außer meine Steps. Ich bin nur in diesem einen Chunk. Mehr lädt es einfach nicht. Ja, stimmt bei mir auch. Wir sind nur auf diesem Chunk. Wir sind jetzt hier gefallen, Alter. Minecraft Sky. Bruder, der Drache ist jetzt bei mir komplett freeze. Ja, bei mir auch. Und das Problem, nee, bei mir schüttelt er immer noch den Kopf. Aber ich kann auch nichts essen wieder. Ich rejoin nochmal. Ja, mich hat's auch wieder gekriegt. Was ist das? Ey, du mal erstmal alleine drauf und guck mal nach, was passiert. Okay. Ich? Oder du? Okay, ich geh erstmal alleine drauf, okay. Ja. Verschlüsseln, mal gucken, was passiert. Landschaft wird geladen. Oh Gott! ich bin noch nicht mal auf der Welt drauf gewesen, dann habe ich Fallschaden. Und dann habe ich nur ein Herz und bin auf dem Boden. Bist du tot jetzt? Und kann ich essen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der Server ist wieder abgeschmiert. Ich versuche auch mal noch zu joinen. Ja, er ist immer noch stuck dort oben, aber ich habe irgendwie übel viel Schaden bekommen. Geil. Ich habe irgendwie ein Herz, brenne und... Ja, regge halt aber nicht. Weil der Server stuck ist. Ich bin nochmal raus. Und geh jetzt nochmal rauf. Ich komme nicht weiter als verschlüsseln. Ich gerade auch nicht. Ich glaube, gerade ist der Server wirklich weggecrashed. Ja, nee, bei mir steht die ganze Zeit bei Arton aus dieser Lade. Ich kann rein. Oh, ey, es geht wieder. Aber ich kann nicht. Renn. Ich bin tot. Ah, lol. Jetzt hat er mich gefokust, oder? Der ist schon wieder abgespielt, glaube ich. Ja, ist wirklich. Der steht hier bei mir auf dem Boden. Doch, das ist die Büchse. Jo, Red Panda, oh. Lol. Dachte schon, wir haben den Fox gefunden. Ja, kritisch. Irgendwie, geh du nochmal raus, mal gucken, was dann passiert. Geh du alleine raus, dann ich stehe gerade genau hinter ihm. Ja, geh nur mal drauf. Ich bin jetzt im Wasser in dem nächsten Tümpel. Ja, er ist einfach gerade verschwunden. Ist er wieder da? Digga, wenn wir den jetzt auch noch verlieren, Alter. Du bleibst draußen? Ja. Ja, verlieren tun wir den nicht, weil er ja die ganze Zeit Fokus quasi ist. Ach, Junge, was ist das? Nächstes Mal mietest du bitte einen Server. Ja, wirklich. Also, fürs nächste Projekt mieten wir sowas von einem Server. Ich miete mir sowieso einen. Für ein PvP-Projekt ist es nämlich scheiße, wenn es leckt. Ja, das stimmt. Da musst du halt wirklich einen mieten. Das geht sonst nicht. Aber ich weiß halt einen, wo es bei mir... Scheiße, das Ding ist halt eigentlich, ich kann jetzt halt wirklich nur noch so circa eine halbe Stunde. Gut, und danach? Ja, und danach habe ich noch andere Sachen. Boah, ich muss noch das Weihnachtsspecial aufnehmen, dann wollen die ganzen anderen Leute wollen irgendwie... Oh ja, ich bin draufgekommen, ich höre auch deine Sounds. Okay. Dann bleibt auf jeden Fall Feuer hier rum. Der schießt immer so Feuer, der dreht sich so im Kreis und schießt Feuer. Okay, dann bring dich mal kurz ein bisschen drauf. In Sicherheit. Ja, ja. Bring dich mal in Sicherheit, dann kann ich danach auch wieder... Ich hab mich in der Fresse. Geil. Aber ich kann ihn nicht hitten. Ja, das doch, ich habe einen Crit gegeben. Geil. Und ich bin schon wieder tot. Egal, ich spawn ja hier. Und ich spawn nämlich noch mit Resistance. Das heißt, ich habe jetzt krieg keinen Feuerschaden erstmal. Der rennt schon wieder durch die Welt. Hallo, ich bin hinter dir. Bleib stehen. Hallo. Leute, ich glaube, er lebt. Ja, ich kann ihn hitten. Ja. Soll ich mal wieder joinen oder besser noch lassen? Weil er sich an eine Stelle befördert hat, wo er sich so schlecht an mich rankommen kann. Okay, ja, dann hit ihn richtig viel. Ich komme noch nicht drauf. Halt, aber ich bin wieder tot. Aber egal, bleib du weg. Okay, Projekt ist jetzt ohne mir, geil. Das Projekt mache ich jetzt ohne dich weiter. Ja, finde ich gut. Ich glaube, er hat mein Bett gelöscht, das wäre scheiße. Oh, das wäre echt bitter. Er schießt mich gerade durch die Erde einfach nach unten in den Keller. In den Keller. Perfekt. Ja, ich glaube, der Server ist geschmiert. Nochmal. Also, aber ich habe ihm mehrere Hits geben können. Nicht mal, der soll... Ja, ich habe ein halbes Herz und eine Hungerkeule, die mir fehlt. Und, das Ding ist, ich verstehe es nicht. Feuer, der Server hat 2,5 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung.
Dazu kommt, dass gerade eine Person drin ist. Der Server muss höchstens 4 aber Chunks laden. Oder er kommt nicht hinterher. Was ist das? Der Drache macht einfach alles kaputt halt so. Der Drache macht alles kaputt und alles an. Und ich weiß nicht, ob Feuer verbreitet sich aus an ist. Ich kann kurz gucken. Ich gerade nochmal, ich video kurz auf den Server. Die einfach nur verschlüsseln. Stimmt, ich muss auch zuerst auf den Server, dass ich das überhaupt gucken kann. Ah ja, bei mir steht auch online, ein Spieler. Aber wenn du guckst, der Arbeitsspeicher, jetzt ist 0 Spieler, ja, logischerweise. Und jetzt bin ich wieder drauf. Also bei mir, ich sehe noch den Stream, aber... Ah ja, ich stehe wieder im Loch. Oh Alter. Gott, ich brenne schon wieder. Wieso bist du auch drauf? Ich wollte mich kurz da in Sicherheit befördern. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott, ich hätte es fast geschafft. Hast du dein Spawnpoint hier mittlerweile mal gesetzt? Nee, ich hab das Bett noch nicht gefunden. Ich bin beim Bett, tippe ich bei mir. Rechts von mir ist das Bett, rechts von dir, hinten an dem Baum. Gut. Hä, wo? Ich kann ihn gerade nicht hitten, weil er fliegt. Ich finde das Bett nicht. Ich spawn dran, tippe ich aber so, stimmt. Schnell. Ich renne hier einfach kurz über das Schlachtfeld, er sieht mich nicht, Oh, ich sehe das Bett! Oh, ich habe mich gedingselt. Ich sollte nicht so rumschreien wieder mal. Scheiße. Du musst ihn irgendwie hitten können. Ich komme aber nicht ran, weil er immer auf dich fokussiert ist. Ja, dieser Wichser, Mann. Aua. Alter, mich hat's voll runtergeschmissen. Jetzt ruft dich meine Mutter an, ich gehe einfach nicht ran. Oh, lol, er hat wieder aufgemacht. Scheiße, er hat wieder aufgemacht. Er hat mein Loch aufgemacht, Hilfe. Jetzt, Alter. Er hat sich hingesetzt, er sitzt dort oben auf dem Baum. Jo, ich seh's. Was macht der? Hä? Er meditiert oder so? Aber ich kann kein Damage machen, aber er hat nur noch 122 HP. Ja, der Service ist wieder abgeschmiert, du stehst bei mir rum. Ich bekomme auch keinen Schaden, aber wir gehen hier auch nicht. Wie er den Kopf immer... Hä, der bewegt sich bei mir ultra langsam. Alter, das ist ja so ein Scheiß. Ich geh kurz raus. Rejoin mal. Also, rejoin nicht, ich gehe wieder alleine. Ja, drauf. Genau. Ich muss ihm ja nicht mehr viel Damage machen. Wie viel hat er noch? 120k. Oh Gott. Natürlich. Das sind irgendwie so 6, 7 Hits oder so. Ja, das stimmt. Wir haben zum Glück gute Emeralds. Ich habe 190 Damage, also 100k, habe ich mit so 6 Hits kaputt gemacht. Landschaft hat geladen. Ja, ich bin drauf und konnte ihm direkt wieder einen Hit geben mal. Okay, wichtig und richtig. Ja, ich mache die ganze Zeit Damage. Du oder er? Ich und er auch. Beide. Er hat nicht mehr viel, er hat nicht mehr viel. Warte, ich bin tot, warte. Perfekt. Oh ja, er ist genau beim Bett. Er hat nicht in der Fresse. Jo, geil. Oh, Leute, was ist das? Er hat nur noch 40k, glaube ich, oder? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oh. Ja, dann gib ihm noch kurz ein paar Hits mit, dann passt das. Guck mal, er hat gerade nicht an ihn ran. Ja, er hat nur noch 40k. Aber jetzt liegt er nach oben. Nur noch. Oh, Bro. Und ich glaube, gerade ist der Server wieder abgeschmiert. Ja. Aber jetzt kann ich mal kurz gucken, wie viel er noch hat. Ah, er steht nicht da. Du bleibst draußen. Geil. Und nicht wie du. Geil. Und wir haben es geschafft, mein King. Fast. Dann haben wir auch wieder 2 Folgen, die wir schneiden können. Ist so. Ich habe ja noch eine dritte. Du darfst die erst bringen, nachdem meine rauskommt, die andere. Ja, ist so. Ja, musst du mir einfach Bescheid geben, sobald deine raus ist. Genau. Alter, Digga. Verschlüsseln. Komm, bitte, Spiel. Ah, Verbindung. Ach, Scheiße. Mal. Verschlüsseln. Come on, boy. Kill me. Ja, nee. Ja, nee. Ich dachte, da steht, eigentlich, da steht was anderes. Ich habe mir gerade irgendwas eingebildet. Ich bin drauf. 37k hat er nur noch. Ich bin instant tot gewesen, Leute. Nice, ob. Ah, das Bett ist noch da. Okay, das ist das Wichtigste. Digga, er chillt einmal hier oben wieder in der Luft. Ich komme nicht an ihn ran. Der Server ist schon wieder gecrashed. Oh Gott, Alter. We went es sind nur noch irgendwie so 2-3 Mal Server crashen. Ich rejoin einfach kurz. Ja. Die Sache ist, währenddessen ich rejoinle, kann er kurz laden, der Server, ohne dass ein Spieler drauf ist. Und dann kann der Drache kurz zerstören und danach kann ich auch wieder drauf. Und danach läuft alles wieder Picobello. Genau. Kurz für 2 Sekunden. Also kann ich einen Hit geben und danach ist es wieder Crash. Genau.
Das ist Musik in meinen Ohren. Das nennen wir Musik in meinen Kriegsohren. Meine Mutter ruft mich schon wieder an. Das muss wichtig sein, aber ich will nicht rangehen, weil dann weiß ich irgendwie, dass ich was machen muss. Dann soll sie bei uns auf dem Festnetz anrufen, dann geht mein Vater ran und sagt, dass ich rangehen soll. Ja gut, das ist ja auch nicht viel besser. Ich kann halt, Landschaft wird geladen. Ja, ich bin wieder drauf. Wenn der tot ist, gehe ich instant kurz. 25k. 17. Ich habe ihm nochmal einen Crit gegeben. Ich weiß nicht, wie viel ich gerade noch gegeben habe. Ja, der Server ist crashed. Ist er tot? Nein, der Server ist crashed. Scheiße. Digga, ich mach gleich einfach Flugmodus an meinem Handy an, damit ich mich nicht erreichen kann, damit der Anruf gar nicht durchgestellt wird. Du bist so asozial. Ja, was denn? Wir müssen gerade kurz. Ich kann halt gerade kurz nicht. Sag, du hast wichtigen Business-Termin. Ja, sicherlich. Digga, meine Mutter nimmt mir einfach meinen PC weg. Wenn egal. Ich das sagen würde. Ich muss mich beeilen. Komm, Server, schneller! Warum ruft sie nicht meinen Vater? Ach, mein Vater sitzt in der Stube. Oh ja, Landschaft wird geladen. Wir haben halt im Wohnzimmer keinen Netz. 17k, 5k, 4k, 0k. Come on! Jawohl, ich bin auch noch drauf gewesen. Ich hab gesehen. Mit eigenen Augen. Ja, ich kann auch Feuer löschen gerade. Alter, hier hätte auf unserem Bett gespawnt. Ich hab ein halbes Herz. Schade. Du bist doch gestorben. Lol. Ja, hä? Geht das jetzt? Hallo? Ich hab gerade gehört, wie jemand von uns das aufgesammelt hat. Ich werf hier mal ein bisschen weg. Bei mir droppt er immer. Die spawnt er immer kurz und dann ist er wieder da. Hier, Fire Dragon. Ich hab die Hitbox gefunden. Also, ah ja, ich sehe hier unten das Zeug, was gedroppt ist. Hä? Ich seh nix. Ne, doch, ich hab 10 Flaschen. 53 rote Drachendinger. Alter. Ich bin halt nix. Ich hab gar nichts bekommen. Gar nichts. Ich hab's aufgesammelt. Aber wo war die Hitbox? Ich weiß es nicht. Hier, warte hier. Oh ja. Und wie kriegen wir jetzt das Drachenei? Keine Ahnung. Ich hab ein Drachenherz, Drachenfleisch, 33 Drachen-Scales, Drachenknochen. Wieso hab ich den College-Seeds bekommen? Der hatte ich im Inventar und hab dich kurz gedroppt. Hast du kein Ei bekommen? Oh nee, jetzt kommen die auch noch drauf. Ne, die wissen das aber nicht. Aber abgesehen davon ist der Server gerade fertig mit Sachen. Ja gut, ja klar. Außerdem haben die ja noch nicht so längende Sachen, ja. Aber... wo ist das Drachenei? Spawnt das dann unten bei dem in dem Haus? Oder ist das stimmt, nur eine vielleicht spawnt das unten irgendwo. Oder ist das hier irgendwo gespawnt? Ich sehe es halt nicht. Ich auch nicht. Und guck nochmal durch dein Inventar. Ich sehe also... Nee, ich habe nur diese 53 Dinger und Fire Dragon Fleisch. Drachenherz noch. Nee, ich hab nichts. Frage ist auch, wo ist das Loch, wo wir hochgekommen sind? Ja. Ich habe nochmal einen Drachen gehört. Na cool. Aber wir haben ja noch einen zweiten oder Drachen. Aber wo ist das Ei? Ja, vor allem, wo geht's runter? Ist mir wollen wir Frage. Kurz Manu anrufen? Kannst du kurz Manu anrufen? Ja, wir müssen erstmal müssen wir, glaube ich, den Spot finden. Und wenn, wäre es, glaube ich, eh zu spät. Aber nee, das muss ja... Vielleicht war es auch einfach kein Mutterdrachen. Also vielleicht war der nicht Level 3 oder so, Level 4. Nee, doch, sie sind eigentlich immer, wenn sie unter... Hier ist das Haus von diesem komischen Augtypen. Lol, was? Das ist ja direkt nebenan praktisch. Oh mein Gott, wir sind ja quasi dran vorbeigelaufen hier unterirdisch halt. Hast du es jetzt gefunden, wo ist eine Höhle? Nee, aber... Was man machen kann, ist einfach mal hier hinten lang zu laufen, weil... Warte, wir können auch ganz kurz... Warte mal, wir haben ja hier... Die sehen das aber. Ach scheiße, ich hab den Mod nicht drin. Von wegen, dass wir gucken können, wie was man diese Rezepte bekommt. Wie hab ich denn diesen Mod nicht drin? Kannst du kurz gucken, was da steht beim Drachenei? Beim Feuerdrachenei? Warte. Was man da... Vielleicht spawnt es halt wirklich nur dort in der Höhle, wo er... Herz hier, Ei. Netherbrook. Farbe Netherbrick, Spawn Fire Dragon. Ja, naja. Ja, wahrscheinlich vielleicht ist das wirklich bei dem. Ich suche mal einfach nach Dragon. Vielleicht ist einfach das Ei dort, wo halt der Drachen gespawnt ist. Aber ich verstehe gerade gar nicht. Ja, hier. A Dragon Egg. Hier. Place in open flame. Ja, gut. Ja, du. Wow. Ausgeblutet. Ja, jetzt rufen wir Mutter an. Jetzt geh ich kurz ran. Okay, mach. Dann gucke ich noch kurz, ob ich dieses Loch wieder finde. Alter. So. Leute, wo war denn der Drache? Hier ist Lava. Ich glaube, Lava war ja auch hier, oder?
wieder aufgegangen sind. Ja, Rix, hi, ne? Hi. Hier kann ich nicht schreiben. Also, hi. Hi. Macht ihr mich nah? Nehmt mich nah? Alter, hier ist eine Schlucht. Ich glaube, das ist nicht das Richtige. Ja, Leute, wo ist das? Ich war ja definitiv in einem Birkenwald. Hier, ich glaube, hier irgendwo war das, weil hier ist auch gebaut mit Steinen. Hier haben wir uns, glaube ich, auch hoch. Was ist das hier, Alter? Ja, das war nicht wir. Okay. Ah, ja. Der hat auch noch ein halbes Herz, Alter. Naja. Okay, was ist denn hier? Hä? Wo geht's denn hier runter? Hier vorne ist noch abgebranntes. Hier. Ja, hier, okay, hier geht's runter. Alter, da unten ist auch wieder Lava und alles. Oh Gott. Was gestorben, Alter. Das war eigentlich nicht der Plan, da runter zu fallen. Okay. Jetzt, Leute, ihr könnt es live miterleben. Der große Augenblick der Wahrheit, Alter. Ist das Drachenei mittlerweile hier unten des Orts? Oder vielleicht ist es auch hier in der Chest. Ja, aber dann hätten wir das andere auch gefunden. Da ist... Achso, Redstone. Ups, das juckt uns aber nicht. Boah, Alter, was ist das denn für ein Buch? Das zeige ich euch mal. Wobei, ihr hört mich ja, glaube ich, gerade. Okay, Diamanthosen, aber das bringt uns nichts. Ich mach das kurz in die Offhand, einfach praktisch. So. Okay, das können wir auf jeden Fall auch gut brauchen. Wir nehmen hier wirklich nur das Wichtigste mit diesmal. Hätte die Fledermaus nicht. So. Oh nein, Server, bitte nicht. Ich bin um. Warte, okay, danke. Ja, perfekt. Also noch Manuskripte, aber ich weiß immer noch nicht, was man die braucht. Ich glaube, die sind auch nicht so wichtig. Hier sind Diamanten. Großpanzer, hier ist noch Lapis. Bringt uns aber auch nichts weiter hier. Da ist nochmal ein Buch. Ja, aber jetzt honestly. Wo bekommt man dieses scheiß Ei? Ich finde hier aber auch nichts, ey. Nur Kisten und Berge von Gold, aber die will ich ja gar nicht. Hab ich schon. Würde lieber einfach das Drachenei finden. Und wer weiß, vielleicht war es halt wirklich noch nicht, noch kein Mutterdrache. Oder vielleicht war er einfach auch noch nicht. Das war ein Mutterdrache. Das war ein Mutterdrache, mein Gott. Ja, aber wo ist denn das Ei? Google mal kurz. Ja, weiß ich, wo das ist. Ja, Google, da kommen wir, glaube ich, kommen wir mit Manu schneller. Ja, dann frag kurz Manu. Ich weiß zwar nicht, ob er gerade anwesend ist. Ich frag kurz Manu. Ja, Manu ist immer auf Offline anzeigen. Warte, aber wollen wir. Ja, warte, aber machen wir kurz die Artmod. Alter. Okay. Leute. Perfekt. Dann mache ich halt die Artmod, weil ich muss jetzt halt hier off. Weil ich habe noch anderes Zeug zu tun. Ich habe hier kein so Zuckerleben wie Red. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bei beiden Kanälen natürlich. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu schauen. Schade, dass wir dieses Ei hier nicht gefunden haben oder bekommen haben. Aber vielleicht, naja, würden uns ja Manu weiterhelfen können. Ihr könnt auf jeden Fall sagen, ich bin over and out. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!